Nicht schlecht, nicht schlecht. Okay. Fuchspelze und andere Gegenstände stehen nun bei Miriam zur Verfügung. Weiße Trophäe. Kann ich wohl doch nicht rein. Ich dachte, ich könnte da irgendwie in das Gebäude rein. So, da gibt es noch eine Siedlungsmission. Boah, wird auch gleich gemacht, ne? Alter, wieder am anderen Ende der Siedlung. Egal, können wir ein bisschen durch die Bäume laufen, weil es einfach so geil ist. Oh ja. Zack. Ich glaube, das wird mir nie langweilig werden. So, mal schauen. Ja, komm. Haben wir gleich. Ist ja nicht mehr so weit. Zack. Ja, okay. Ja, okay. Gut. Schauen wir mal. Oder soll ich mal eben ganz kurz wechseln? Ah, ich weiß nicht. Ich würde so gern mal ein anderes Outfit ausprobieren. Was ich auch gesehen habe, ist, dass es da noch mehr Plätze gibt für mehr Umhänge, sag ich mal. Deswegen bin ich mal gespannt, was es da noch alles gibt, wann man sich die kaufen kann und so. Vor allem, ob die überhaupt gut aussehen. Weil ich finde, der erste, der hat schon richtig Stil, den wir hier haben. Bin ich mal gespannt, ob sie auch die anderen so gut hinbekommen haben, so gut designt haben. Nicht? Was ich nachgelesen habe, ist, dass es offenbar einen gibt, den man aus Federn machen kann. Da bin ich auch mal gespannt, wie der aussehen wird. Aber erstmal jetzt hier die Siedlungsmission. Ein Saufen oder was? Hallo, Sir. Möchtest du einen Schluck Ehren oder etwas Brot und Käse? Connor, das hier ist Oliver und das ist Corinne. Tolle Leute! Olli, das ist Connor, der Mann, von dem ich dir erzählt habe. Der Herr des Hauses! Wir waren auf der Durchreise und trafen eure Pächter. Sie hatten Durst und wir hatten ein paar Fässer dabei. Und ich bin kein Herr. Und das sind meine Freunde, keine Pächter. Was macht ihr auf der Straße mit einem Karren voller Dinge? Wir waren Gastwirte, bis der König unsere Taverne einfach für das Militär beschafft. Geil, wir kriegen eine Taverne ins Dörfchen. Hey, hier fehlt eine Taverne. Sehr gute Idee. Würden wir. Doch ohne das Gasthaus selbst haben wir keine Wahl. Und eins zu bauen ist toll. Wir haben sicher Bedarf. Ich spreche mit meinen Freunden in der Mühle und sehe, ob wir nicht selbst eins bauen können. Wenn wir das arrangieren, würdet ihr dann erwägen, hier zu bleiben? Natürlich, Olli! Wir sind wieder Gastwirte! Oh ja, oh ja. Okay, was jetzt hier? Oliver und Corinne mit einer Investition von 1000 helfen. Na gut. Vielen Dank. Das wirst du. Kostet mich das jetzt auch 1000? Am Arsch! Hoffentlich kriege ich das dadurch auch wieder rein. Pasteten und Alkohol. Geil, ich verschiff hier Alkohol. Die sollen mir Alkohol hier brauen und dann das, kann ich doch, damit kann ich dann doch handeln. Na los, rein damit dir. Ach, was will ich hier drin? Das muss ich doch im Herrenhaus machen. Gut. Passt ganz gut, denn da muss ich die nächste Siedlungsmission machen. Kann ich gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen? Mein Pferd.
Yeah. So, dann schauen wir mal, was das für eine Mission ist. Wird hier langsam lebhaft, muss ich sagen. Finde ich gut. Finde ich gut. Weil hier war ja anfangs echt gar nichts los. Hm. So. Nein! So. Jetzt aber. Bevor ich die Siedlungsmission mache, ich glaube, da wechsle ich dann einfach mal zu Ezios Umhang. Das muss einfach mal sein, ne? So, aber hier, genau, am Kronleuchter ziehen. Ich glaube, da war ich noch gar nicht unten. Also, außer in Zwischensequenzen. Möchte ich mal sehen, was es da gibt. Oh ja. Oh ja, hier gibt es einige Rüstungen. Ezio-Montur, jawohl. Möchte ich haben. Nice. Nicht schlecht. Ja, das behalte ich mal. Erstmal. Vorübergehend untersuchen. Was haben wir denn hier? Johnson-Andenken. Pitcairn? Sie haben das Johnson-Andenken gewonnen. Okay, warum steht das bei Pitcairn? Ach, das sind von meinen Opfern hier die Sachen. Oh, Pistolen, Waffenkammer hier sozusagen. Was heißt sozusagen, ist die Waffenkammer. Ah, Fallen. Okay. Cool. Und hier, was kann man hier machen? Gar nichts. Gut. Sehr gut. Ich würde sagen, ich gehe dann mal nach oben. Mal wieder. Und dann wird es Zeit hier für die Siedlungsmission. Bei ihm persönlich. Okay. Rätsel des Landhauses. Achilles nach unten folgen. Keine Eile. Am Ende wird sich das richtige Stück schon finden. Was? Worum geht's denn jetzt schon wieder? Habe ich da schon wieder was verpasst? In einer Höhle am Rand des Grundstücks. Könntest du sie mir holen? Ich würde ja selbst gehen mit diesen alten. Ja, ist ja gut, Yoda. Alter, die dicke Axt. Oh, nicht schlecht. Hä? Ach so, jetzt muss ich hier Sprengstoff besorgen, oder was? Warum bin ich jetzt mit nach unten gegangen? Nur um wieder hochzugehen? Ah. Ach ja. Apropos. Falsche Taste. Ja. Wo wir gerade dabei sind. Ach ja, gedrückt halten muss man ja. Waffen. Schwere Waffen. Nach unten, also 4. Dann habe ich hier die dicke Axt. Sehr gut. Und nein. Nein, was mache ich denn da? Da kommt mal wieder. Wurfpfeil ist natürlich auch geil, wenn man so in den Bäumen sitzt. Nein, aber dann nehmen wir erstmal die Steinschlosspistole. Und das hier ist auch neu. So ein Pferdestall. Okay, hier lang. Dann hier lang. Jawohl, da kommt das Pferd hoch. Sehr gut. Jetzt kommt es bestimmt nicht durchs Wasser. Doch. Nein, kommt es natürlich nicht. Oh, ein Biber! Komm mal her, Biber. Komm mal her. Hui! Oh. Tja, haben wir mal wieder ein bisschen Fell hier bekommen. Das ist sehr gut. Eventuell suchen wir auch dafür das ganze Fell oder eventuell ist dafür ja auch das Fell, dass man sich damit quasi neue Monturen machen kann. Ach
komm schon, ja, geht doch. Hier lang noch ein bisschen. Ach, da komme ich wieder nicht rüber. Doch, da ist eine Brücke. Sehr gut. Ach, da war wieder ein Biber. Ach, und hier bin ich wieder falsch oder was? Am Arsch. Absitzen. Geht's halt per Pedes weiter. Oh, was haben wir denn da? Egal, jetzt ist es tot. Ach, war ein Waschbär. Wir nehmen mit, was wir kriegen können. Ach, das ist hier der Minenarbeiter. Okay. Ich muss etwas holen für den alten Mann und er sagte, es müsste erst Felsen beseitigt werden. Ja. Ich werde Sprengstoff mitbringen. Coole Sache. Kommt mir das gerade nur so vor, oder ist die Musik etwas laut gewesen eben? Sicher keine von den üblichen Kolonisten. Gute Schütze. Sie hat den Boomer erlegt. Sie ist stark und tüchtig. Hat sie einen Mann? Oh Mann. Ich habe noch nie eine Frau gesehen wie sie. Ich würde sie gern besser. Dann rede doch einfach mit ihr. Ich probier's. Hey, Vorsicht, das Pulver darf nicht nass werden. Nee, bestimmt nicht. Sie hasst Franzosen über alles. Oh, keine Antwort ist auch eine Antwort. Oh, ey. Warum kann ich nicht laufen hier? Jetzt muss ich dem Kerl hier hinterher schleichen. Oh, da oben ist auch noch was. Da gehe ich gleich auch erstmal hin. Kein Problem. Oh, ja. Achso, muss ich drauf schießen. Ja, ich brauche nicht in Deckung zu gehen. Dafür bin ich viel zu cool. So, bevor wir da reingehen, erstmal noch ganz fix. Ach so, ja. Mhm. Wieso? Wieso kann ich denn... Oh. Ja, lad fertig nach hier. Wieso kann ich denn... Geht doch. Sehr schön. Haben wir mal wieder Klunker hier. 6 Stück brauchen wir, glaube ich. 2 hatten wir schon. Das heißt, jetzt haben wir 3. Oh, 4 haben wir schon. Cool. Auch nicht schlecht. So, was wir wohl da drin finden. Yay. Und da durchrutschen. Ja, klasse. Ach so, nur so. Nur so, okay. Was haben wir denn hier hinten noch? Warum kann man hier lang? Ach so, ist einfach nur so ein Rundgang. Ja, sehr stabile Höhle. Schon klar, warum der Alte hier nicht rein wollte. Und das sieht auch super sicher aus. Alter, verkacktes Labyrinth hier oder was? Wenigstens gibt es ja Ausgänge. So. Jawohl, ja. Das hätten wir. Uiuiuiui, wo sind wir denn hier gelandet? Ah, ist ja klar. Super. Ich glaube, es war geplant, da drauf zu landen eher. Juhu! Alter, das war aber echt Glück. Schloss knacken. Oh, ja, ja, ja. Hey, cool. Nein! Jawohl, ja. Jetzt habe ich den Dreh ein bisschen besser raus schon.